Hallo ihr Lieben, heute das Thema Sonderausgaben. Check it out! Nehmen wir uns also den Mantelbogen wieder zur Hand. Die Grundlagen habe ich euch in einem Video bereits erläutert. Ich verlinke es euch hier noch einmal in der Infobox. Und jetzt geht's los! Eine der wichtigsten Sonderausgaben ist die Kirchensteuer. Seid ihr also kirchensteuerpflichtig und wird von eurem Gehalt direkt Kirchensteuer einbehalten, findet ihr diese auf der Lohnsteuerbescheinigung. Achtet nur darauf, ob euer Programm die gezahlte Kirchensteuer direkt in die Sonderausgaben übernimmt. Eventuell müsst ihr es sonst noch einmal manuell eingeben. Wenn ihr zum Beispiel in 2018 den Steuerbescheid für die Einkommensteuererklärung 2017 erhalten habt und dort kam es zu einer Kirchensteuernachzahlung oder Erstattung, müsst ihr diese ebenfalls bei den Sonderausgaben mit eintragen. Eine weitere Sonderausgabe stellen die gezahlten Unterhaltsleistungen an den geschiedenen und dauernd getrennt lebenden Ehegatten dar. Voraussetzung für den Abzug ist hier allerdings, dass der Ehegatte, der die Unterhaltsleistungen empfängt, diese auch als sonstige Einkünfte versteuert und entsprechend eine unterschriebene Anlage U beim Finanzamt einreicht. Sollten die Voraussetzungen vorliegen, könnt ihr die Unterhaltsleistung bis zu einem Höchstbetrag von 13.805 Euro plus übernommene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge des Ehegatten als Sonderausgabe absetzen. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, kommt noch ein Abzug als außergewöhnliche Belastung in Betracht. Das erläutere ich euch in einem späteren Video. Ein weiterer großer Posten bei den Sonderausgaben sind die Kosten für eine Erstausbildung bzw. ein Erststudium. Hier können bis zu einem Höchstbetrag von 6.000 Euro zum Beispiel Studiengebühren, Schulgeld, Kosten für Arbeitsmittel oder Fahrtkosten abgesetzt werden. Wichtig ist hierbei, dass ihr schaut, ob es sich wirklich um eine Erstausbildung oder ein Erststudium handelt. Denn wenn es sich um zum Beispiel ein Zweitstudium oder eine Fortbildung handelt, könnt ihr die Kosten als Werbungskosten absetzen. Das hat den Vorteil, dass ihr hier zu negativen Einkünften kommen könnt. Damit könnt ihr zum Beispiel Verluste rück- oder vortragen in andere Jahre. Bei den Sonderausgaben ist ein Verlustvortrag nicht möglich. Habt ihr also zum Beispiel Kosten und keine Einkünfte, laufen diese Kosten ins Leere. Hier würde ich euch auch nochmal ein Video verlinken von unseren Folgen Steuern für Studenten, wo ihr das genau nochmal nachgucken könnt, ob es sich um ein Erst- oder um ein Zweitstudium handelt. Weiterhin ist zu empfehlen, bei denjenigen, wo sich die Sonderausgaben nicht oder nur begrenzt auswirken, dass ihr trotzdem eine Steuererklärung einreicht mit den Kosten als vorweggenommene Werbungskosten. Es ist nämlich im Moment strittig, ob nicht diese Kosten eben auch als Werbungskosten abgesetzt werden können. Deswegen kommt in den Steuerbescheid ein Vorläufigkeitsvermerk und ihr habt euch die Verluste dann gesichert und könnt sie in späteren Jahren eventuell verrechnen. Ein Verlustvortrag ist sogar für 7 Jahre rückwirkend möglich. Solltet ihr euch bei eurer Berechnung übrigens wundern, dass bei den Sonderausgaben etwas steht, obwohl ihr dort gar nichts eingetragen habt, liegt das wahrscheinlich an dem Sonderausgabenpauschbetrag. Dieser beträgt 36 Euro für Alleinstehende und 72 Euro für Zusammenveranlagte. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Spenden. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, lasst euch von eurer Steuererklärung nicht ärgern und lasst es euch gut gehen.